Seid gegrüßt, liebe Comic- und Manga-Freunde. Ich bin Kira vom Kanal Kira Las Vegas und in Zusammenarbeit mit dem diesjährigen Gratis-Comic-Tag und Crosscut darf ich euch heute den Manga Abu Sims Land der Puppen vorstellen. Der 2001 gegründete Verlag Crosscut führt nicht nur Comics, sondern auch Mangas und Romane. Crosscut steht für ein Programm aus den Genres Horror, Fantasy, Crime und Science Fiction. Einige Werke davon haben euch sicher auch schon in erfolgreichen Serien und Kinofilmen begeistert, denn die berühmten Comics wie Sin City, The Walking Dead, Hellboy oder auch Avatar sind hier zu Hause. Das neue Meisterwerk Abu Sims stammt vom japanischen Mangaka Tsutomu Nihei, der bereits mit Blame ein düsteres Endzeit-Szenario geschaffen. Niheis Geschichten lassen sich dem Genre Cyberpunk zuordnen. Sie spielen meistens in der Zukunft und beschäftigen sich oft mit ähnlichen Themen wie Transhumanismus. Die Transition vom Menschen zum künstlichen Wesen wird jedoch selten thematisiert, ist aber ein zentraler Aspekt, da Charaktere sich manchmal von scheinbar tödlichen Verletzungen erholen oder schon tausende von Jahren alt sind. Ferner werden auch Aspekte wie der Upload des Bewusstseins oder die Menschlichkeit innerhalb eines künstlichen Wesens thematisiert. Ich gehe sehr stark davon aus, dass Niheis Zeichenstil mit seinem Architekturstudium zusammenhängt, da seine Zeichnungen oft sehr skizzenhaft und vor allem szenarisch sind. Niheis Debüt als Profizeichner hatte er 1994 in der Manga-Zeitschrift Afternoon mit Blame. Aufgrund des großen Erfolges von Blame zeichnete Nihei 10 weitere Bände des Mangas, die zwischen 1997 und 2003 erschienen und bis jetzt seinen größten Erfolg darstellen. Biomega und Knights of Sidonia sind weitere nennenswerte Werke. Er hat sogar in Zusammenarbeit mit Marvel an Wolverine Snick gearbeitet. Aber genug der Details, ihr wollt wissen, worum es in dem Manga geht. Vor 500 Jahren verloren die Menschen des künstlichen Planeten Abu Sims den Krieg gegen den Kern des Planeten und somit auch das Recht, im Inneren von Abu Sims zu leben. Eine Gruppe Siedler in der eisigen Einöde sind gerade dabei, Nahrung zu sammeln, als sie mit einem geheimnisvollen fliegenden Mädchen und den Soldaten des Imperiums, die sie verfolgen, konfrontiert werden. Spannung! Sie schaffen es, die Soldaten auszuschalten, um das Mädchen zu retten, müssen aber gleichzeitig die Folgen ihrer Tat fürchten. Das Mädchen vertraut ihnen zwei mysteriöse Gegenstände an. Ein Code sowie eine Schachtel Patronen. Ihre einzige Bitte ist es, diese vor dem Zugriff des Imperiums zu schützen. Und Leute, es wird spannend weitergehen. Crosscut haben euch für den Gratis-Comic-Tag am 12. Mai übrigens noch zwei weitere Hefte ins Rennen geschickt, nämlich Dragons, die Reiter von Berg und Oblivion Song. Verratet mir doch mal in den Kommentaren, ob ihr Niheis Werke schon kennt und ob ihr auch ein Fan von Cyberpunk seid. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr von meinem Content sehen mögt, dann heiße ich euch herzlich gerne auf meinem Kanal willkommen. Und wenn ihr wissen möchtet, welche Schmankerl euch noch am Gratis-Comic-Tag erwarten, dann solltet ihr auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren. Schaut mal auf der Homepage www.gratiscomictag.de vorbei, folgt dem Hashtag GCT2018, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns vielleicht bald auf meinem Kanal wieder. Das war mein letztes Video für den Gratis-Comic-Tag. Ich hoffe, euch hat die ganze Reihe gut gefallen und ihr schnappt euch super viele klasse Comics. Ich wünsche euch einen großartigen 12. Mai. Schnappt euch, was ihr kriegen könnt. Ganz viel Spaß beim Lesen und Stöbern. Alles Liebe, eure Kira. Yeah.